letzter Spieltag und auch für Adam Weiner geht eine große Karriere zu Ende. Wie würdest du deine Karriere in ein paar Worten beschreiben, bewerten? Ja, auf jeden Fall sehr erfolgreich. Ich weiß nicht, es können nicht viele Menschen behaupten, A, dass sie so lange leistungsbezogen Handball gespielt haben, so erfolgreich waren, Vize-Weltmeisterschaft, über so viele Jahre in der ersten Bundesliga gespielt, hier nochmal mitgeholfen, von der dritten Liga in die zweite Liga aufzusteigen, auch 2 Jahre schon mal in der zweiten Liga bestanden zu haben. Und von daher war es eine Riesenkarriere für ihn. Und ich glaube, dass er auch danach jetzt seinen Weg weitermachen wird. Er bleibt uns ja erhalten, also bleibt dem Handball auch treu in Wilhelmshaven, wird das Trainerteam mit unterstützen, wird da mit den Torhütern zusammenarbeiten. Und da zusammen mit Christoph Dannigkeit, denke ich mal, mit 2 jungen Wilhelmshavenern ganz tolle Arbeit leisten und die nach vorne bringen. Was ist Adam Weiner für ein Typ, deiner Meinung nach? Er ist einfach ein Sympath. Also ich glaube, es gibt keinen, der mit Adam nicht klarkommt, weil er ist einfach so ein Kerl, der, mit dem kann man sich gut unterhalten. Lieber Kerl, menschlich auch ganz toll. Und, von daher bin ich froh, dass er weiterhin hier bei uns im Team mit dabei ist und auch in Wilhelmshaven ja sesshaft geworden ist, Haus gebaut hat jetzt und Familie wächst ja auf, seine Frau arbeitet hier. So muss das sein. Eine Frage noch zum Schluss. Welchen Stellenwert hat Adam für Wilhelmshaven, auch für den Handball hier in der Region? Ja, man verbindet ja gewisse Mannschaften oder den Sport immer mit Gesichtern. Und Adam ist mit Sicherheit ein Gesicht hier in Wilhelmshaven, was man nicht vergessen wird, den man auch immer mit dem WAV verbinden wird. Auch wenn er jetzt ein paar Jahre zwischendurch mal weg war, gehörte Adams Gesicht immer noch nach Wilhelmshaven. Und deswegen ist er ja auch wieder zurückgekommen, weil er sich hier heimisch gefühlt hat. So ist es bei vielen Spielern, wie bei meinem Bruder auch. Und man verbindet einfach bestimmte Gesichter mit dem WAV und das ist schön, wenn die dann auch hier in der Region bleiben, sich hier wohlfühlen und auch ihren Lebensalltag dann hier verbringen. Bekommt er morgen extra Minuten auf dem Feld? Ja, auf jeden Fall. Morgen muss er halten, sonst kriegt er Ärger.